told your friend you're not okay. Ei, ei, ich mach ein Loch ins Ei. Oh, hallo, da seid ihr ja schon. Ich mache heute Löcher in Eier. Ist das nicht geil? Am Vatertag Löcher in die Eier machen um 12 Uhr mittags. Macht man doch, oder nicht? Nein? Okay, dann nicht. Also, wir wollen heute einen Eiersalat machen. Und dafür muss ich jetzt als erstes 5 hart gekochte Eier machen. Das erste, da habe ich schon ein Loch reingemacht. Die anderen 4 mache ich jetzt auch gleich noch Löcher rein. Und dann kochen wir mal ganz schnell 5 Eier. Wie rum macht ihr das denn? Erst das Wasser heiß, dann die Eier rein? Oder erst die Eier rein und dann das Wasser heiß? Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie rum ihr das macht. Würde mich mal interessieren. Also ich mache das Wasser, lasse ich kalt, dann tue ich die Eier da rein und dann mache ich den Herd an. So, ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir einen Eiersalat machen wollen. Für diesen Eiersalat brauchen wir als allererstes erstmal 2 Eigelb. Die werde ich jetzt mal eben trennen. Ist immer so ein bisschen blöd, weil man weiß natürlich dann hinterher nicht, wohin mit dem Eiweiß. Ich mache aber gleich hier ein zweites Video hinter, da brauche ich viel Eiweiß für. Und da werde ich das dann gleich mit reintun. Also hier kommt nichts um. Das wird dann auch Eiweiß mit Schale, haha. So, Eigelb da drin. Und jetzt muss ich erstmal wieder Finger waschen, weil ich hasse Eiweiß an den Fingern. Die Eier waren jetzt 10 Minuten in heißem Wasser. Herd aus, abschrecken. Ich tue da jetzt 2 Teelöffel Senf zu. Das ist aber ein bisschen Geschmackssache. Also ich habe jetzt hier sogar einen extra scharfen. Das ist schon ziemlich heavy. Man kann das aber auch mit Süßen zum Beispiel machen, wenn man das gerne möchte. Oder einen französischen Senf. Das gibt dem Ganzen eine etwas andere Note. Ich bevorzuge halt meinen extra scharfen Senf. Den finde ich ganz cool. Ich tue da jetzt ein bisschen Limette rein. Ich rolle die ja immer vorher so ein bisschen, weil dann lässt sich das ein bisschen besser da reindrücken. Jetzt tue ich hier ein bisschen Limettensaft mit zu. Und dann, um die Säure wieder, den säurigen Geschmack wegzukriegen, tue ich natürlich da jetzt auch gleich wieder ein bisschen Zucker drauf. So, das ist gut. Und dann tue ich da noch ein bisschen was von meinem Petersil rein. Ich schneide mir eben die Petersil klein. Wobei, so super klein muss ich das gar nicht schneiden, weil kommt sowieso im Food-Prozessor. Schwupp. Und das Ganze schlagen wir jetzt eben schnell mit dem Food-Prozessor auf. So, ich schlage das jetzt einfach mal ein bisschen auf. Und jetzt tue ich da langsam mein Öl hinzu. Ich nehme ein Avocadoöl und lasse das jetzt langsam hier durchtropfen. Und bis wenn es die fertige Konsistenz hat, dann mache ich halt Stopp. Das sieht man so ein bisschen, werdet ihr auch gleich sehen. Ich tue da jetzt, lasse den jetzt mal langsam drehen und tue da schon mal ein bisschen Öl zu. Wie ihr sehen könnt, die Konsistenz ist schon ganz genial. Finde ich echt gut. Ich tue da jetzt noch mal ein bisschen Pfeffer und Salz rein, weil das habe ich eben nicht getan. Und so. Und noch ein bisschen Pfeffer. Außer Mühle, ja klar, sonst kriege ich ja wieder Ärger, dass ich da welchen aus der Tüte rein tue. Zurzeit habe ich ja keine Kooperation mit einem Gewürzhändler. Vielleicht ändert sich das ja mal. Und ich lasse noch mal kurz drehen. Ich werde jetzt mal eben schnell hier die Eier poolen, also Schale runter. Und dann müssen wir die klein schneiden. Eier sind gepellt. Einmal in den Eierschneider reinlegen und zapp, einmal durch. Dann nehme ich mir mein Messer, schneide das noch einmal so durch und dann können wir das Ei da in unsere Schale tun. Ich habe lange nach einem Eierschneider gesucht, der anständig funktioniert. Diesen hier finde ich ganz geil. Ja, ich mache euch mal einen Link unten rein. Ein guter Trick ist auch, wenn man kleine Kartoffeln verwendet,
die als Pellkartoffel macht, die Pellkartoffel dann pellt und die dann auch in den Eierschneider schmeißt, dann kriegt man schön gleichmäßig geschnittene Bratkartoffeln. Ich schäle mal eben mir meinen Apfel und dann werde ich den kleinen schneiden und der kommt nach oben mit in meinen Eiersalat hinein, um halt so ein bisschen mehr Textur zu bekommen und die Frische von dem Apfel. Dafür benutze ich einen Bosco-Apfel, weil ich mag diesen Geschmack von dem Bosco so gerne. Wir hatten damals, als wir hier in Hamburg gewohnt haben, auf dem Grundstück einen alten Bosco-Apfelbaum. Da habe ich diese Äpfel mir immer vom Baum direkt genommen und habe die gegessen. Das war sowas von toll. Und seitdem esse ich die halt super gerne. Der Bosco-Apfel schmeckt auch ein bisschen säuerlich, ne? Der Bosco-Apfel, wie ich ja eben schon sagte, der ist so ein bisschen säuerlicher, klar. Aber deshalb wollen wir ihn ja auch haben. Ja, ja klar. Und ich mache auch nicht so super kleine Stücke da rein, weil ich finde, wir wollen ja auch ein bisschen was im Mund haben und keinen Brei. Ich schneide mir jetzt noch mal ein bisschen was an krauser Petersilie runter. Die möchte ich da gerne auch noch mit rein haben. Und dann können wir da auch gleich die Mayonnaise in meine Schale tun. Diesmal muss die krause Petersilie natürlich ein bisschen drunter geschnitten werden. Weil kommt ja jetzt nicht in den Food-Prozessor rein. Ich habe jetzt, während ich hier arbeite, den Oberteil mit der Mayonnaise von meinem Food-Prozessor einfach mal noch mal schnell in Kühlschrank getan, damit es noch so ein bisschen andickt. Und dann könnt ihr das gleiche, das Ergebnis sehen, wie ich das dann gleich auf meinen Eiersalat packe. Tada, da ist sie, meine Mayonnaise. Ich nehme mal das Messer hier raus. Sieht richtig gut aus, ne? Ja, und hat auch die richtige Konsistenz bekommen. Richtig genial. Ist natürlich jetzt mit dem Öl ein bisschen schwierig zu kriegen. Ich hatte jetzt noch ein Öl, das habe ich mir aus dem Urlaub mitgebracht, dank einer Arbeitskollegin, Grüße gehen raus. Ein schönes Avocadoöl, als wir das letzte Mal auf Fuerte waren, habe ich mir da halt mal so ein bisschen was von mitgebracht. Das benutzen wir dafür, schmeckt super lecker. So, jetzt tue ich die schön hier drüber, meine Mayonnaise. Und werde die dann gleich vorsichtig vermengen, weil wir wollen ja auch die Eier nicht komplett kaputt machen. Wir wollen ja schön noch Textur behalten und dann können wir uns ja gleich mal ein schönes Eibrot machen. So, ich heb jetzt meine Mayonnaise so ein bisschen da drunter, vorsichtig. Und dann machen wir uns mal gleich ein schönes Brot. Ich freue mich drauf. Ich tue jetzt ein bisschen Olivenöl in meine Pfanne. Ich schneide mal eben schnell hier die Kanten von meinem Toastbrot ab. Und schmeiß die in meine Pfanne. Und brate die so ein bisschen an. So. Schön, dass da das Olivenöl auch dran kommt. Und dann machen wir die von beiden Seiten schön braun. So, dann können wir den Toast umdrehen. Eins, zwei, die von der anderen Seite auch noch mal kurz so ein bisschen anbräunen. So, meine Toasts sind fertig. Da tue ich jetzt schön Eiersalat drauf und dann werden wir das gleich genießen. Alter. Richtig geil. Das sieht doch richtig genial aus. Schön mit dem Ei, da drin ist schön Apfel. Diese Mayonnaise, die ich gemacht habe, mit dem Avocadoöl da drin. So ein bisschen von dem Senf merkt man noch. Ich habe da eben ganz viel genascht von aus dem Foodprozessor raus, die Reste von der Mayonnaise. Richtig einfach nur lecker. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder dergleichen, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein. Ich sage tschüss. Ciao, ciao. Und Frank von foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.